Man kann sie richtig eng an eng setzen, dann wirken sie toll. Wenn man das zur Deko haben möchte im Haus, in der vielleicht einer dunklen Ecke, kann man auch mal die künstliche nehmen, dann hat man das ganze Jahr was davon. Für draußen gibt es sie in allen möglichen Ausführungen und die sind gar nicht so teuer. Ich finde sie ganz toll, die müssen so selten gegossen werden, sind so pflegeleicht und wachsen wirklich in der Gruppe ganz, ganz toll. Und dann habe ich sehr, meine Idee hat dir gefallen. Du hattest viel Spaß daran, konntest gut nacharbeiten und hast gesehen, wie günstig und einfach man solche Sachen selber machen kann. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut ergehen. Bis wieder mal. Tschüss. Wir kommen nun zum Grundrezept für unseren Beton. Dazu erst noch mal ein paar Sicherheitshinweise, obwohl ich da auch schon einen lustigen Kommentar gekriegt habe. Ohne Schutzanzug und Atemmaske sollte man es wohl nicht machen. Wie alt bin ich jetzt geworden, ohne das zu machen? Mir ist es wichtig, war der Kommentar. Mir ist es wichtig, dass ihr das wisst. Natürlich könnt ihr machen, wie ihr dann das möchtet, aber es ist Zement, es ist schädlich für die Augen, für die Atmung und für die, überhaupt für die Gesundheit. Ich trage dabei Handschuhe, vor allen Dingen, ich habe jetzt eine Wunde an der Hand, da darf auf gar keinen Fall Zement reinkommen. Dann ein großes Gefäß, am besten einfach so einen Atemschutz, damit der Zementstaub, wenn wir ihn umfüllen, wirklich nicht Nase, Mund kommt. Eine Schutzbrille, wenn ihr habt. Vorsichtig arbeiten beim Anmischen. Je langsamer ihr das macht und Vorsicht, desto weniger Staub gibt es. Und wenn es dann erstmal angemischt ist, dann ist es auch okay. Natürlich darf es weder in die Augen noch gegessen werden, wenn kleine Kinder da sind. Mir ist es wichtig, das zu erwähnen. Wie es dann jeder macht, ist seine Sache. Aber so weiß man es. Wenn man vorher noch nicht mit Zement umgegangen ist und Beton gemacht hat, denke ich, ist es schon wichtig, dass man das weiß. Es kommt jetzt darauf an, wie groß euer Gefäß, eure Deko werden soll. Danach müsst ihr ungefähr den Beton anmischen von der Menge her. Man kann aber auch nochmal nachmischen, weil ich etwas normales Spülmittel mit reinmache. Warum? Erstmal kann man den Beton wesentlich länger bearbeiten, weil das Spülmittel verändert die Wasseroberfläche, die Spannung und es trocknet nicht so schnell weg. Man kann mal schneller, länger mitarbeiten, also ganz normales Spülmittel mit rein. Und das ist keine Werbung dafür. Das war günstig, das ist gut hierfür und das ist der einzigste Grund und selber bezahlt ist es auch. So, ich nehme mir als Maß immer eine Dose und davon nehme ich jetzt doppelt so viel Sand, wie ich Zement nehme. Also, ich fange an zu mischen und dann nehme ich zwei große Dosen, das ist jetzt 1 Liter Sand. Welcher Sand? Ich nehme am liebsten den Sand für den Sandkasten, den man im Baumarkt bekommt. Der ist günstig, den kann ich gut transportieren in dem Gebinde und der ist sehr fein. Je feiner der Sand ist, desto schöner wird der Beton, desto feiner von der Oberfläche. Und wie gesagt, der ist günstig, der kostet mich 25 Kilo, meine ich, 2,49 € und im Angebot 1,99 €. Bei dem Zement nehme ich auch ganz, ganz normal den billigen Zement für den Bau. Und der kostet mich um die 3 Euro ein ganzer Sack. Und da mache ich jetzt dann nochmal eine Dose Zement hinein. Jetzt den Zement und den Sand mal ganz vorsichtig miteinander durchmischen. Es ist wichtig, dass der Sand trocken ist. Wenn er noch feucht ist, wenn ihr ihn gekauft habt, nehme ich ganz gern beim schönen Tag ein großes altes Betttuch, mache den Sand drauf, lasse ihn trocknen und gut ist es. Und dann tue ich ihn in eine große Tonne aus Kunststoff. Das war früher die Wickeltonne von meinen kleinen Kindern. Und dann passt das auch. Also für die Windeln. Und das ist ein Deckel drauf und das ist super. So, vermengt ist es gut. Das muss vorsichtig passieren. So, jetzt kommt als nächstes etwa ein Schnapsgläschen voll, wenn man sich's vorstellen möchte, Spülmittel hinein. Und dann muss man gucken, wie viel Wasser
Es kommt darauf an, wie viel ihr angemischt habt, wie groß euer Werkstück sein soll. Ich fange immer an mit ein bisschen Wasser, also eine halbe Dose etwa. Mischt durch und dann muss der Beton so sein wie zähflüssiger Kuchenteig. Das ist ganz wichtig. Oh, irgendwie will er nicht. So, ungefähr so viel wie ein kleines Schnapsgläschen voll. So. Dann daraufhin einfach, wie gesagt, bei mir jetzt eine halbe Dose Wasser. Und dann gut vermengen, bis es ungefähr so ist wie ein zähflüssiger Kuchenteig. Das zeige ich dann aber. So, das ist jetzt gut durchgemengt. Und das ist so wie so eine Matschepampe. Das ist so genau richtig. Wenn das nicht so ist, gar kein Problem. Entweder mehr Wasser. Ich habe jetzt insgesamt eine Dose drin, weil ich fange immer langsam an. Jeder Sand zieht ein bisschen anders und dann fange ich immer langsam an. So, ist es einfach zu flüssig, dann einfach noch mal eine halbe Dose Sand dazu, das verträgt es. Und ist es viel zu flüssig, dann einfach eine Dose Sand und noch ein bisschen Zement dazu. So, gut mischen und dann geht es weiter mit unserem Werkstück. Nochmal ein Tipp von mir. Für eine Betonform, wenn man es auslegen möchte mit Folie, eignet sich so ganz toll ein alter Eimer. Den habe ich jetzt mit einer Küchenschere einfach mal abgeschnitten. Nicht besonders ordentlich, aber das spielt keine Rolle. Und habe auch hier schon mal eingeschnitten. Dazu nehme ich dann einfach einen Draht und fixiere das wieder ein bisschen. Dann lege ich den Müllbeutel oder sonst irgendeinen Verpackungsbeutel, den ich mir aufgehoben habe, ein und dann betoniere ich meine Form. Weil wenn es wirklich nicht rausgehen sollte, ich ziehe den Draht ab, wackel ein bisschen am Rand und schon löst sich das Ganze. Kann man natürlich nur machen, wenn man es auslegt mit Folie und möchte so eine Struktur haben wie Holz zum Beispiel oder wie Rinde und so. Wenn man das nicht haben möchte, dann wird das ganz gut ausgeölt, einfach mit einem Schwämmchen und normalen Küchenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Und dann geht es auch raus, man muss nur ein bisschen mehr Geduld haben. Das nur mal als Tipp im Allgemeinen. Zur Vorbereitung brauchen wir jetzt verschiedene Formen, die du vielleicht zu Hause hast. Das ist jetzt ein Kunststoffeimer gewesen. Den habe ich mir nur ein bisschen kürzer geschnitten mit einer Haushaltsschere. Du kannst ihn aber auch groß lassen. Und dann kommt eine Mülltüte oder eine andere Tüte hinein als Trennschicht. Auch so eine Mandarinenkiste, Apfelkiste, egal wie. Und auch die kommt in einen Müllbeutel, Frischhaltefolie oder so, weil ich gern diese Struktur haben möchte, die aussieht wie eine Baumrinde. Und das erreiche ich am einfachsten einfach mit den Falten von der Tüte. Im Hintergrund siehst du vielleicht mal diese Schale und dann sieht man auch schon diese Falten wie Baumrinde. Und das ist so eine große Dekoschale mit einem Windlicht innen drin. Kann man eine Kerze reinmachen, aber auch Dekoblumen, alles mögliche als Vase benutzen und das ist wetterfest. Das gibt es aber dann erst noch später. So, jetzt sind die Formen vorbereitet. Dann brauchst du noch Steine. Wenn es geht, flache Steine. Das ist jetzt der Kalkkies. Egal was du nimmst, was du hast, geht alles. Sie müssen noch ziemlich flach sein. So, und dann kommen wir jetzt dazu und mischen uns das Grundrezept zum Beton, den wir hierfür brauchen. Und das blende ich jetzt ein. So, der Beton ist jetzt fertig. Und jetzt machen wir uns einen Boden hinein von etwa 14 mm Höhe. Du kannst das auch stärker machen, so wie du möchtest. Aber er muss schon eine gewisse Höhe haben, weil ja unsere Steine eingesetzt werden. Die werden als Randbefestigung gemacht. Und dass wir es dann dekorieren und bepflanzen können, egal auf was man dann Lust hat. Wenn in kleine Zwischenräume sind in der Wand durch die Steine, ist es gar nicht schlimm, weil es sogar ganz gut ist, wenn wir es als Pflanzgefäß nehmen, läuft das überschüssige Wasser ab.
schön einen großen Boden hinein. Ein Boden soll ja gut halten. So, das zweite mache ich dann immer noch. Und jetzt werden einfach die Steine am Rand herum gesetzt. Schön hoch. Und auch nicht, dass sie kippeln. Und auch ein bisschen fest drücken im Zement, also im Beton. Und das machen wir rundherum. Dass wir eine schöne Wand haben aus diesen Steinen. Und mittendrin dann den Platz zum Dekorieren oder Pflanzen, wie man gerade möchte. Zement, der Beton hält das super. Es ist winterfest, rostsicher. Der ist ein bisschen dünn. Nehmen wir lieber so einen großen Mal. Ne, der gefällt mir nicht. Und dann muss man das einfach mal so ein bisschen pusteln und schön reindrücken. Das ist wichtig. Der ist auch ein bisschen klein, das ändere ich dann nochmal. Und so rundherum. Ich hoffe, man sieht es. Ja, der ist zu klein, den nehme ich wieder raus, mache einen anderen rein. Der ist besser. So, und schön nochmal mitrücken. So, und dann müssen wir gucken, dass wir noch einen Rest richtig festen Knetbeton haben mit unserem Spüli, weil wir jetzt noch ein klein bisschen die Zwischenräume ausfüllen. Nur ein klein bisschen. Der ist auch ein bisschen klein. Wieder wechseln. So muss man das zusammen puzzeln. Der passt prima. So, habe ich rundherum meine Steine. Jetzt nehme ich den festen Beton und wische innen drinnen noch mal ein bisschen die Zwischenräume. Nicht extrem viel, wie gesagt. Wenn da ein Loch ist, ist das sogar ganz gut. Wegen dem Gießwasser. Wenn ihr natürlich das als Vogeltränke nehmen möchtet oder da, wo das Wasser drin stehen soll, dann wirklich ganz akkurat gemacht. Das geht auch super einfach mit diesem festen Beton. Ist er nicht fest genug, einfach nur ein bisschen Sand dazugeben und dann hält das gut. So. Durch den breiten Steinrand kann man dann auch ganz toll Sukkulenten einsetzen auf dem Stein und mitten halt auch die Erde. So, so einfach geht das mit den Zwischenräumen und dem festen Beton. Und da hat man eine ganz tolle, natürliche, fast kostenfreie Deko-Schale. Kann auch einen Brunnen daraus arbeiten. Man kann dann vier Gläser reinstellen, Kerzengläser, und hätte man einen ganz anderen Adventskranz. Also das ist, kann man unwahrscheinlich viel mitmachen. Das wird erstmal gut trocknen, nur das sind so 3-4 Tage, weil es ist doch viel Beton. Wenn die Schale noch viel größer ist als diese hier, du vielleicht eine Wanne benutzt und noch größere Steine, dann muss auf jeden Fall in dem Beton vorher eine Drahtträgerplatte, das heißt so ein Hasendraht genommen oder irgendein Draht aus Metall, den du hast, in die Form geschnitten und mitten in den Beton hineingelegt, damit der nochmal Stabilität bekommt. So, und jetzt habe ich den Beton rundherum und wie gesagt, jetzt trocknen lassen. Und ich mache dann noch die zweite Schale und dann sehen wir uns wieder nach der Trocknung. So, jetzt habe ich die zweite Form auch schon fertig. Wenn es sich das Wasser oben drauf absetzt, das ist das ganz normal beim Beton. So, ich habe jetzt hier noch so einen Hund. Ich hoffe, man sieht es ganz gut. Der ist richtig süß. Und den habe ich mit Beton gemacht aus einer Silikon-Kuchenform. Und den möchte ich mir ganz gerne auch hier reinsetzen. Dazu mache ich den einfach ein bisschen nass. Bietet sich gerade an. Hier steht das Wasser beim Beton. Den mache ich so. Oder auch hier. So, und dann setze ich mir den in den feuchten Beton hinein, so dass das hübsch aussieht, und den male ich mir dann später noch an.
Über Nacht ist es jetzt schon mal getrocknet. Das Wasser ist weg, wie man hier sieht. Und jetzt lassen wir es noch mal so 3-4 Tage trocknen. Und dann holen wir es vorsichtig raus und dann gucken wir mal. Oh, hier sitzt der Hund jetzt da schön. Kann man machen, muss man nicht machen. Ich hatte ihn fertig gemacht. Das war so eine Idee gewesen mit der Silikonbackform. Ich wollte einfach mal gucken, ob es funktioniert. Und jetzt sitzt er da ganz toll. So, 3 Tage sind jetzt um. Und jetzt hole ich die Form zum Trocknen heraus. Mit der Folie hat es noch den Vorteil, dass man es hochheben kann. Vorsichtig. Muss man ein bisschen wackeln. Und mein Tipp war ja, vorher sich die Form zurechtzuschneiden, mit dem Draht fixiert. Dann kann man es auslösen. Da habe ich ihn schon mal eingeschnitten gehabt. Und dann kann man es wirklich rauswackeln. Das geht jetzt ganz easy. Und dann hochheben. Das ist nicht gerade leicht, aber geht bombig. Und die Form kann man so immer wieder benutzen. Und die hat mir jetzt mal was gekostet. So, jetzt muss es raus aus dem Müllbeutel und muss noch gut trocknen. Dazu dann mal 2 Äste, 2 Leistchen unterlegen, Folie weg. Wie so 2 Ästchen dann drunter gelegt, damit auch von unten die Luft drankommt und trocknen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann brauchen wir noch mal so 2-3 Tage, bevor wir es dann fertig haben. So, es hatte dann 3 Tage getrocknet. Und dann habe ich einfach die Mülltüte zusammengefasst und habe es aus dem Kistchen herausgezogen. Wenn man noch jemand hat mit ein paar Händen, der hält dann das Kistchen fest und man zieht oben, dann geht es auch noch einfacher. So, und dann muss es natürlich noch weiter trocknen. Ich habe jetzt erst nochmal die Folie drunter gelassen über Nacht und habe dann 2 Äste unten drunter gelegt, damit auch von unten dann mal Luft dran kommt. Wegen der Trocknung. Jetzt mache ich die Folie weg und stelle es wieder auf die Äste. Man kann auch mal ein Brennholz nehmen, ein Kantholz, irgendwas, was man hat. Nur, dass es vom Boden weg ist, damit es trocknet. Und so muss es jetzt wirklich noch eine Zeit lang trocknen. Man kann es auch anfassen, unten, wo die Kiste war und die Folie, ist der Beton noch richtig nass. Und die Trocknungszeit ist wirklich das Wichtigste da dabei. Mal ein Tipp, wenn man wirklich betoniert und hat das Pech, es bricht kaputt. Oder es bricht aus, dann nicht gleich wegwerfen. Man kann es retten. Wenn man nämlich solch eine Form hat oder wie der Hund hinten, diese hier, dann nimmt man das Ganze und betoniert nochmal in einer größeren Form, so dass man nochmal einen extra Rand hat. Also wir hatten hier die Mandarinenkiste, dann nimmt man vielleicht eine Apfelkiste, legt die auch aus mit Folie, macht sich neuen Beton. Natürlich erstmal gucken, wie groß ist es im Verhältnis, weil wir müssen mindestens einen Rand haben von rundherum 4 cm. 5 ist noch besser. Und dann kann man wirklich Beton anrühren, füllt schon mal die Form aus, ein richtig grober Rand, und stellt die ruinierte Form hinein. Auch wenn es 2 Stücke sind, wenn es vielleicht in der Mitte durchgebrochen ist, kann man das auch so ganz gut retten. Und lässt es in dem neuen Beton als Rahmen und als Boden neu aushärten. Und dann hat man es wirklich gerettet. Bei dieser Form ist mir nur eine Ecke ausgebrochen gewesen. Ich fand es nicht so schön. Und dann habe ich eine große Schale genommen, eine Grabschale, und habe auch eine Mülltüte hineingemacht, habe den Beton eingegossen, habe die Ursprungsdekoform eingesetzt, habe es trocknen lassen und so habe ich es retten können. Und ich finde, es jetzt sieht sogar noch schöner aus. Und vor allen Dingen ist es sehr, sehr schwer. Also bei Frühling, Herbst, Stürmen, so irgendwas, da haut nichts um und man kann es draußen und drinnen benutzen. Die Schalen sind jetzt gut getrocknet.
Wenn du jetzt Sukkulenten einsetzen möchtest, pflanzen möchtest, brauchst du unten ein bisschen Drainageschicht, so ein bisschen Ton oder Split und fügst es ein. Dann am besten Kakteenerde, wenn du hast, und wenn du nicht hast, dann Blumenerde mit ein bisschen Sandanteil und dann füllen wir es ein. Darauf achten, ich hatte ja gesagt, da braucht man ein Abflussloch, also einfach was aufgelassen, das hatte ich ja gesagt. Und dann können wir die Sukkulenten pflanzen, so wie wir das möchten. Und das mache ich jetzt und dann zeige ich dir das fertige Ergebnis. Man kann sie richtig eng an eng setzen, dann wirken sie toll. Wenn man das zur Deko haben möchte im Haus, in der vielleicht einer dunklen Ecke, kann man auch mal die künstliche nehmen, dann hat man das ganze Jahr was davon. Für draußen gibt es sie in allen möglichen Ausführungen und die sind gar nicht so teuer. Ich finde sie ganz toll, die müssen so selten gegossen werden, sind so pflegeleicht und wachsen wirklich in der Gruppe ganz, ganz toll. Und dann habe ich sehr, meine Idee hat dir gefallen, du hattest viel Spaß daran, konntest gut nacharbeiten und hast gesehen, wie günstig und einfach man solche Sachen selber machen kann. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, lass es dir gut ergehen. Bis wieder mal, tschüss! Schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. In meinem Kreativkanal findest du viele, viele besondere Ideen, andere Ideen, günstige Ideen und auch viele in Upcycling, Chevy Chic, Beton, Stricken, Häkeln und. Für jeden Monat des Jahres etwas ganz Besonderes. Mir ist es ganz wichtig, dass es sehr günstig ist, dass es einfach erklärt wird und zu 95% und mehr sind die Ideen von mir selber entwickelt. Was mir auch wichtig ist. Und die restlichen Prozent sind oft Sachen, wo ich sage, das geht viel, viel günstiger, das geht besser, das geht einfacher, das geht vielleicht auch schneller und das geht oft in Upcycling. Und deshalb liebe ich meinen Kanal selber sehr, weil ich dieses umsetzen kann für Leute auch gerade mit einem Kleingeld. So, und jetzt zeige ich dir meine neueste Idee.